Meine lieben Geschwister, ich grüße euch herzlich in Jesu Namen. Geht's euch denn gut? Warum seid ihr denn traurig? Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Wenn Jesus bei euch ist, solltet ihr doch glücklich sein. Dies ist auch der Grund, warum Jesus mit euch wandelt. Daher seid froh und habt keine Angst. Der Herr wird alles zu euren Gunsten tun. Wisst ihr warum? Denn Psalm 48, Vers 14 lesen wir, dass dieser Gott sei unser Gott immer und ewiglich. Er führt uns wie die Jugend. Er führt uns durch die Gefahren. Wer ist denn dieser Gott? Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Unser Gott hat sein Leben am Kreuz für uns geopfert. Er ist wieder für uns auferstanden aus dem Tode. Dieser Gott ist unser Gott immer und ewiglich. Er führt und leitet uns durch die Todesängste. Er führt und leitet uns bis zum letzten Tag. Unser Gott lässt uns auf gar keinen Fall im Stich, auch durch Todesängste. Im Jahr 1974, als Gott mich berufen hat, war ich noch ein Jugendlicher. An dem Tag war ich nicht mal 20 Jahre alt. Dann sprach ich zum Herrn und sagte: Herr, ich bin ein Jugendlicher, dennoch könnte ich im Dienste des Herrn sein. Es gibt sehr viele Versuchungen, die ich nicht widerstehen kann. Es gibt auch Herausforderungen. Werde ich denn überhaupt durchhalten können? Ich höre öfters mal Berichte, dass alle nicht durchhalten können bis zum letzten Tag des Lebens. Ich selbst habe kein Vertrauen in mir, o Herr, und besitze keine Kraft. Denn ich bin ein Jugendlicher mit Versuchungen und Herausforderungen, die ich nicht ertragen kann wegen mein schwaches Herz. Werde schnell geschwächt, hatte Zweifel, ob ich durchhalten könnte. Der Herr aber sagte: Folge mir, ich werde dich bis zum letzten Tag leiten. Ich lass dich nicht im Stich halbwegs. Du brauchst nur mich zu vertrauen, sagte der Herr. Ich erwiderte: Herr, ich vertraue mich nicht, bin ein schwacher und kranker Mensch, der auch öfters Fehler macht und sich sehr einfach ansteckt. Aber mein ganzes Vertrauen ist in dir, o Herr. Herr, du hast es mir versprochen, bis zum letzten Tag zu leiten und führen. Und heute sind nur 50 Jahre dabei vergangen. Auf dem Weg gab es mehrere Probleme, Hindernisse und finanzielle Engpässe. Denn er hat uns versprochen, bis zum letzten Tag zu leiten. Ich freue mich zu wissen, dass der Herr mich 50 Jahre lang begleitet hat, bis zum Ende des Lebens es tun wird. Ich glaube nicht an mich selbst, sondern an den Herrn. Ich habe nun nie behauptet, dass ich die Kraft besitze, alles zu erledigen. Denn du hast mich errettet von dem schlimmen Leben. Nur weil er bei mir ist, ist es mir möglich, alles zu schaffen. Ihr braucht nur zu glauben. Dieser Gott sei unser Gott immer und ewiglich. Er wird dich leiten und führen, sodass du nicht beschämt wirst. Er lässt dich nicht im Stich halbwegs, hab keine Angst. Alle Ängste, die dich bedrücken, werden verschwinden. Ihr würdet dann auch erfolgreich sein. Bekennt es nun dem Herrn, dass er euch durch alle Ewigkeit führt. Denn er ist der Herr, der immer und ewiglich euch geleitet hat. Ich glaube nun fest daran, Herr, dass du mich leiten und führen wirst durch alle Gefahren. In Jesu Namen. Amen. Amen.